Music was my first love, heißt es in einem bekannten Song. Und Musik ist etwas, was wir ständig brauchen in der Videoproduktion, in der Filmproduktion, egal ob für Kundenprojekte oder für YouTube oder für private Projekte. Jetzt kannst du natürlich nicht jede Musik einfach irgendwie so nehmen, Stichwort Urheberrecht. Und dafür gibt es eben spezialisierte Musikdienste, da gibt es einige davon. Der, für den ich mich entschieden habe und mit dem ich zusammenarbeite, den möchte ich dir heute vorstellen und dir auch erklären, warum ich das mache. Der Musikdienst meiner Wahl heißt Audio.com. Audio.com hat eine riesige Bibliothek an Musikstücken aller möglicher Genres, Tempos, Längen und so weiter und so fort. Und auch eine SFX, also Sound Effects Bibliothek. Und schauen wir doch einfach mal direkt rein und ich zeige dir, was Audio drauf hat und warum ich mich für Audio entschieden habe. So sieht also die Website von audio.com aus, wenn du sie das erste Mal besuchst. Und das erste, was dir ins Gesicht springt, ist 70% Rabatt auf Audio Pro. Das klicke ich jetzt aber erstmal weg, weil dazu kommen wir später noch. Grundsätzlich kannst du Audio Pro bzw. Audio erstmal kostenlos nutzen, indem du dir hier einen kostenlosen Account erstellst. Oder wenn du einen Account hast, dann kannst du dich einloggen. Das mache ich jetzt mal. Und wenn du dann eingeloggt bist, kannst du entweder über den Browse-Button einfach durch die Musikbibliothek durchbrowsen, also durchsuchen, oder kannst auf deine Playlist direkt zugreifen. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Browse und dann geht die Musikbibliothek auf. Relativ schlicht, einfach, klar, übersichtlich. Die aktuellen, also die neu hinzugefügten Titel sind hier mit New gekennzeichnet. Ansonsten siehst du hier immer, in welchem Genre das ist, wie lang der Titel ist, welche Beats per Minute, also welche Geschwindigkeit. Du kannst Artikel bzw. Titel als Favoriten markieren. Du kannst sie hier herunterladen und du kannst sie beispielsweise in eine vorhandene Playlist einfügen oder du kannst eine neue Playlist erstellen. Ich packe das jetzt hier mal in meine Demo-Playlist, Add, und dann ist das in meiner Playlist, die ich hier auf der Seite finde. Generell hier die Navigation, der Musikkatalog, Sound Effects, sehr schön gemacht mit einer Durchsuchfunktion, aber auch mit ein paar Sound Effect Collections, also quasi Playlisten für Sound Effects mit Wishes, Weather, Water, Ambience und so weiter und so fort. Also da muss man sich einfach mal durchklicken. Playlists, das sind kuratierte Playlists von Audio zu verschiedenen Themen. Und unter Favorites finde ich eben die Songs, die ich als meine Favorites markiert habe. Und der Recent finde ich meine letzten gespielten Musikstücke. Jetzt habe ich hier noch keine drin, weil ich jetzt gerade aktuell nichts gespielt habe. Hier, wie gesagt, meine Playlists. Hier kann ich Playlists erstellen, indem ich einen Titel und, wenn ich will, eine Beschreibung vergebe. Und da kann ich dann entsprechend Songs einsortieren. Wenn ich hier auf eine Playlist klicke, dann kriege ich natürlich die Songs, die in meiner Playlist abgelegt sind. Also ziemlich simpel und einfach aufgebaut, was sehr, sehr gut ist, abgesehen von der ganz normalen Volltextsuche, ist, dass ich hier sehr viele Filter verwenden kann. Und das ist wirklich, wirklich gut gemacht, finde ich, bei Audio. Das habe ich auch schon deutlich schlechter, deutlich reduzierter erlebt. Ich kann hier nach Stimmung suchen. Und da siehst du, dass es hier eine ganze Menge verschiedene Stimmungen gibt. Ich kann nach Genre, also nach Musikgenre, Akustik, Ambient, Christmas, Cinematic, Classical und so weiter suchen. Ich kann sogar nach Instrument suchen. Bass, Banjo, Claps und Snaps, Cello, Drums und so weiter. Nach einem Videothema will ich Aerials, Corporate Video, eine Dokumentation, ein Lehrvideo, Fashion und so weiter und so fort. Build ist auch sehr interessant. Build bedeutet nichts anderes wie, wie verhält sich der Song? Bleibt der gleichmäßig in seinem Aufbau? Steigt die Musik an? Gibt es in der Mitte sozusagen einen Spannungspunkt und so weiter und so fort? Beats per Minute, also die Geschwindigkeit letzten Endes. Hier kann ich aussuchen, ob ich Vocals, also Stimme haben möchte. Weibliche Stimme, männliche Stimme. Nach U's und A's kann ich hier selektieren. Ich kann nach der Zeit selektieren, also der Dauer.
Ich kann Instrumental Only oder Lyrics, also mit Stimme, einschließen oder ausschließen. Also extrem viele Suchmöglichkeiten und das ist wirklich, wirklich gut gelöst. Wenn ich hier draufklicke, dann wird der Song einfach angespielt und ich kann hier einfach in die Waveforms reinklicken, um sozusagen vorzuspulen. Das ist also wirklich auch gut gelöst. Ich kann hier auch ein Trial, also eine Testversion runterladen, bevor ich es lizenziere. Wobei, wenn ich da sowieso Kunde bin, also wenn ich dann ein Abo oder eine dauerhafte Mitgliedschaft habe, dann brauche ich eigentlich keinen Trial runterzuladen, dann kann ich es auch gleich lizenzieren. Wenn ich das dann runterladen will, dann klicke ich da drauf, dann kreiere ich, also dann generiere ich quasi eine Lizenz, Create License, und dann kann ich es herunterladen, ganz normal, View License. Dann bekomme ich hier quasi ein echtes Lizenzdokument. Und das kann durchaus mal ganz sinnvoll sein, wenn man nachweisen muss, dass man für diesen Song auch eine Lizenz hat. Das habe ich so tatsächlich auch noch nicht bei anderen Diensten gesehen. Ja, wie gesagt, gibt es in dem Katalog sowohl Musikstücke als eben auch SFX, also Soundeffekte. Und hier kann ich halt eben auch alle möglichen Soundeffekte, und da gibt es wirklich, wirklich viel Zeug, mir raussuchen. Und die kann ich dann in meinen Videos verwenden. So, und jetzt kommen wir zu dem Ding, was mich tatsächlich auch zu Audio gebracht hat. Ich hatte ja vorher schon von anderen Diensten, und zwar von Epidemic Sound und auch von Artlist, jeweils ein Abo. Bei Epidemic Sound hat mich gestört, dass ich das nur für Social Media verwenden kann und nicht für Kundenprojekte. Letzten Endes habe ich in beiden Fällen auch bei Artlist gestört, dass es eine Abo-Geschichte ist, die mich jedes Jahr rund 200 Euro kostet. Und bei Audio Pro habe ich eben, oder bei Audio habe ich eben den Vorteil, dass, wenn ich das möchte, ich mir hier ein Lifetime Music Abo holen kann. Das bedeutet, ich zahle tatsächlich ein einziges Mal 299 Euro oder Dollar in dem Fall. Also noch ein bisschen weniger in Euro. 299 Dollar und habe einen Lifetime-Zugang. Das heißt, ich zahle nicht mehr jährlich, sondern nur wirklich one time und das war's. Das finde ich einen riesigen Vorteil. Ich habe das auch für mich so abgeschlossen, weil einfach weil ich keinen Bock hatte auf ein Abo-Modell. Und das hat mir extrem gut gefallen. Was hier nicht drin ist in diesem Lifetime Music sind die Soundeffekte. Die kann man aber, wenn man das möchte, kann man die zusätzlich kaufen, kostet nochmal 200 Dollar. Ja, die Frage ist, ob man das braucht. Nicht immer braucht man das. Ich brauche es tatsächlich sehr, sehr selten. Deswegen habe ich mich auch für das Lifetime Music Produkt entschieden, weil mir das eigentlich reicht. Der Vorteil ist eben, ich kann es sowohl für Social Media, also für YouTube-Videos zum Beispiel, verwenden. Ich kann es aber auch für Kundenprojekte verwenden. Es gibt ein paar kleine Einschränkungen. Man darf damit zum Beispiel keine Fernsehshows bespielen und solche Sachen, aber das mache ich sowieso nicht. Audio Pro, das ist das Abo-Modell. Das kostet 199 Dollar jährlich. Das ist so der übliche Preis, wie es bei anderen Diensten auch ist. Und damit bekomme ich alles. Damit bekomme ich den Musik- und den Soundeffekte-Katalog. Und ich bekomme eine Universal-Lizenz. Und die bedeutet, dass ich damit im Grunde genommen alles machen kann. Also eben zum Beispiel auch Fernsehproduktionen bespielen kann. Wie gesagt, ist für mich nicht relevant. Ich habe das jetzt, weil ich eine Kooperation mit Audio habe. Deswegen habe ich diese Audio Pro Lizenz jetzt zusätzlich bekommen. Wie gesagt, für mich selbst, bevor ich die Kooperation mit Audio hatte, habe ich mir einfach diese Lifetime Music Lizenz gekauft, weil das war, was mich von Audio tatsächlich überzeugt hat, abgesehen von der Tatsache, dass der Musikkatalog auch wirklich sehr, sehr gut ist. Und auf genau diese Audio Pro Lizenz gibt es eben diese 70% Rabatt im Augenblick. Und das ist natürlich ordentlich. Das gilt allerdings nur fürs erste Jahr, muss man dazu sagen. Was auch immer da in Zukunft passiert, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, was nach dem einen Jahr passiert. Wird man sehen. Aber für den, der das brauchen kann, ist das ja durchaus möglicherweise interessant. Auf jeden Fall hat Audio eine sehr umfangreiche Musikbibliothek, zu der auch wöchentlich neue Titel hinzukommen, in allen möglichen Bereichen, in allen möglichen musikalischen Genres. Und die ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich und lässt da wirklich keine Wünsche offen, finde ich.
Ja, wenn du also Musik für deine Videoproduktion brauchst, egal ob privat oder für Kundenprojekte, dann schau dir audio.com mal an. Vor allen Dingen, wenn du kein Abo bezahlen möchtest. Gerade dann ist Audio eben, wie gezeigt, sehr, sehr interessant. Wenn du dich für Audio entscheidest, dann findest du unten in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link. Das bedeutet, dich kostet es nichts mehr. Ich bekomme eine kleine Provision. Im Gegenteil, du bekommst sogar dauerhaft 10% auf dein Audio Pro-Abo, auch außerhalb der aktuell laufenden Aktion. Das war es auch schon wieder für heute mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut.